Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Photoshop-Tutorial. Und heute zeige ich euch, wie ihr mittels Photoshop so eine kreisförmige Ladeanimation erstellen könnt und dann als GIF ausgeben könnt. Dazu gehen wir in Photoshop und erstellen uns erstmal ein neues Dokument. Hier gebe ich meine gewünschte Breite und Höhe an. In meinem Fall sind es 500 x 500 Pixel und der Hintergrund ist auf transparent gestellt. Dann gehe ich auf OK und habe hier mein neues Dokument und kann sofort das Ellipsenwerkzeug nehmen, um mir einen Kreis zu erstellen, der innen drin auch transparent ist. Das mache ich hier oben. Fläche soll transparent sein, Kontur eben meine gewünschte Farbe. Und die Breite von meiner Kontur habe ich auf 50 Pixel gestellt. Das ist einfach ein Zehntel von der Gesamtbreite, habe ich hier genommen. Breite und Höhe stelle ich noch auf 500 Pixel und dann klicke ich hier einmal irgendwo in mein Dokument rein. Dann sagt er mir auch Ellipse erstellen, 500 x 500 Pixel, okay. Und dann kann ich natürlich hier noch meinen Kreis schön ausrichten. Im nächsten Schritt erstelle ich mir eine neue Ebenenmaske, wähle mir hier einen Pinsel und zwar einen weichen Pinsel, Härte 0. Größe kann ich etwas größer stellen. Denn nun erstelle ich mir das Endstück von meiner Ladeanimation und das ist ja etwas verschwommen bzw. läuft eben nach transparent aus. Ich nehme schwarz in den Vordergrund und klicke hier links unten einfach mal rein und ich sehe schon, mein Endstück wird eben etwas transparenter. Ich kann das hier beliebig oft machen, bis ich eben einen schönen Verlauf von meiner Farbe nach transparent habe. Je nachdem, wie groß mein Pixel ist, mein Pinsel ist, wird natürlich hier auch dieser Verlauf größer oder kleiner. Genauso, wo ich hier das Ganze ansetze, ist eben diese Lücke hier zwischen Start und Ende größer. Wichtig ist, der Start soll natürlich nicht so einen Verlauf aufweisen. Von daher nehme ich mir hier das Auswahl-Rechteck-Werkzeug, ziehe mir hier einfach mal eine Auswahl von 250 Pixel in der Breite. Nehme dann wieder einen Pinsel, diesmal ein bisschen kleiner, auch wieder mit Schwarz in den Vordergrund und male hier einfach so rein, dass ich hier eine schöne harte Kante habe. Dann gehe ich noch auf Auswahl, Auswahl umkehren, nehme hier Weiß in den Vordergrund und male hier auch nochmal so rein, dass ich hier wirklich von 100% Farbe auf 0% Farbe wirklich einen harten Cut habe und nicht so wie hier einen Verlauf. Ja, es gibt noch viele andere Wege, zu so einem Ergebnis zu kommen, aber auf jeden Fall muss das hier unsere Ausgangsposition sein. Nun gehen wir hier auf unsere Ebene, machen einen Rechtsklick und gehen auf den Punkt in Smart Objekt konvertieren. Denn unsere Ebene muss ein Smart Objekt sein, um diese nun animieren zu können. Und die Animation erstellen wir unter Fenster Zeitleiste. Da haben wir unten unsere Zeitleiste. Und hier gehen wir jetzt auf Videozeitleiste erstellen. Auch hier über dieses Dropdown-Menü erreichbar. Und ich habe hier meine Ebene Ellipse 1 direkt in so einer Videozeitleistenebene. Hier klicke ich nun vorne auf diesen Pfeil und habe hier weitere Einstellungsmöglichkeiten. Hier muss ich bei Transformieren auf diese Stoppuhr draufklicken und hier wird dann automatisch so ein Keyframe an den Anfang meiner Animation gesetzt. Nun gehe ich hier mit diesem Schieberegler auf 15 Frames, also zwischen 10 und 20 genau. Wenn ich hier unten 30 FPS eingestellt habe, das ist eben ein Standardwert, dann bedeutet das 15 Frames ist eine halbe Sekunde. Sprich, ich möchte eben hier meine Animation eine Sekunde lang machen und 15 Frames wäre also die Hälfte und in der Hälfte soll das Ganze eben einmal um 180 Grad gedreht werden. Dazu einfach Steuerung T oder auf frei transformieren gehen, einmal 180 Grad mit gedrückter Shift-Taste drehen, bestätigen und dann ist hier auch nochmal so ein Keyframe erstellt. Das gleiche mache ich jetzt wieder bei einer Sekunde, also 30 Frames. Drehe das Ganze wieder um 180 Grad und schon sehe ich hier, wie meine Animation abläuft. Nun gehe ich hier ein Frame vorm Ende hin
So, gehe hier auf das Menü, verschieben und zuschneiden, Ende am Abspielkopf zuschneiden. Das bedeutet, dass wirklich das hier das Ende ist und es danach wieder mit dem ersten Frame losgeht. Ich kann mir das Ganze anschauen, indem ich hier auf das Menü gehe und in Schleife abspielen einmal anwähle und dann hier auf den Play-Button gehe. Und dann läuft meine Animation, die eine Sekunde dauert, in Endlosschleife ab. Alles, was ich jetzt machen muss, das Ganze noch als GIF speichern. Dazu gehe ich auf Datei für Web speichern. Habe hier mein GIF. Dann mache ich die Transparenz raus und kann hier eben gegebenenfalls noch ein paar Werte einstellen. Hier unten bei der Animation wichtig auf unbegrenzt stellen und dann kann man sich das Ganze nochmal anschauen, wie diese Animation abläuft. Wenn alles passt, gehe ich auf Speichern, benenne mein GIF entsprechend und schon kann ich es hier aufrufen und mir anschauen bzw. dann eben in eine Website oder ähnliches einbinden. Ja, ich hoffe, ich konnte euch etwas beibringen. Bis dann, tschö.